Was macht Norbert Hauck im Augenblick? Ja, ich mache verschiedene Beratungen von verschiedenen Firmen. Das ist ein ganzer Freundeskreis, da gehört Paravan dazu, das ist ein Freund auch von Herrn Düngel und wir haben uns alle kennengelernt. Und ich unterstütze natürlich auch die Idee Motorworld mit vollem Herzen, weil ich glaube, dass da für die Leute sehr, sehr viel getan wird und viel geboten wird und man da wirklich schwelgen kann, in Erinnerung schwelgen kann. Sie wissen ja, wie das Gefühl ist und ich glaube, dass es immer mehr junge Menschen auch gibt, die sich für diese Historie, für diese Klassik interessieren. Und da mache ich Beratungen, mache verschiedene Positionen in einem Beirat, mache auch gelegentlich Keynote-Speeches. Also gerade jetzt in letzter Zeit war ich eigentlich ziemlich flat out unterwegs, wie früher in der Rennerei auch. Habe dann aber immer mal auch wieder Phasen, wo ich Zeit habe. Der Mann, dem die ganze Zeit, die Sie da aktiv waren in der Formel 1, die Formel 1 gehört hat und noch gehört, sagt jetzt, er will verkaufen. Ecclestone will noch bis, hat es sogar geheißen, glaube ich, bis zum ersten Quartal einschließlich die Formel 1 verkaufen. Wer kommt sowas in Frage? Ist das für Hersteller ein interessantes Signal, wie zum Beispiel Mercedes? Nee, das glaube ich nicht. Man muss ja auch wissen, der Ecclestone selbst hat ja nur noch einen kleinen Anteil an der Formel 1 Vermarktung. Also das ist der rechte Inhaber. Die FOM, die CVC, hat den größten Anteil mit, glaube ich, 35%. Und das ist das, was er uns jetzt bei dem Ken Beckenbauer beim Telefoninterview gesagt hat, dass noch in diesem Jahr wohl ein Besitzerwechsel stattfinden wird. Er selbst hat aber auch mittlerweile gesagt, dass er seine Anteile nicht verkaufen will. Ich gebe das nur weiter, was ich den Medien entnommen habe, was Ecclestone gesagt hat. Wenn wir uns jetzt den Motorsport angucken, gibt es viele Bereiche, in denen leider die Zuschauerzahlen zurückgehen. Muss der Motorsport was tun, um die Generation Smartphone an die Strecke zu locken? Ja, es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie die Generation Smartphone sich unterhält und unterhalten wird. Und das Erlebnis vor Ort an der Rennstrecke gehört nicht unbedingt dazu, es gehört sicherlich das Fußballspiel dazu, da ist ein großer Boom da. Es gehören auch Konzerte dazu und irgendwann sind dann auch Budgets und Ausgaben natürlich mal am Ende. Und natürlich muss der Motorsport sich da was einfallen lassen. Ich glaube, das klappt auch in der DTM noch ganz gut, auch mit Zugang ins Fahrerlager für vergleichsweise kleine Preise. Und die Formel 1 hat, muss man auch sagen, große Auftritte in England, in Australien, wo jenseits von 100.000 am Renntag kommen, zahlende Besucher. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da ist es sicherlich schwierig, 50, 60, 70.000 Zuschauer zu bekommen. Aber ja, da muss man sich tatsächlich was einfallen lassen. Insgesamt sehe ich die Formel 1 durchaus auf einem guten Weg den Zuschauern gegenüber. Vielleicht muss man einfach auch mal ganz gezielt versuchen, Kommunikationsformen mit jungen Zielgruppen weiterzuentwickeln. Aber ob sie dann an die Rennstrecke kommen, ich meine, die Preise sind bekannt. Wenn eben lieber für ein Rockkonzert oder für ein Fußballspiel investiert wird, dann ist das, sage ich mal, ein breiter Markt, der früher, vielleicht vor 10 Jahren, noch nicht so umkämpft war wie jetzt gerade. Formel 1 ist natürlich immer relativ unnahbar gewesen für die Leute. An der Strecke schon und live dabei, aber allein Autogramme zu kriegen, war und ist natürlich jetzt besonders schwer, weil die Fahrer eigentlich gleich im Fahrerlager und in den Burgen der Teams verschwinden. Ja, es gibt schon die Autogrammstunden, also muss man schon sagen, draußen in den Verkaufsbereichen. Es gibt auch, glaube ich, donnerstags nachmittags so Möglichkeiten im Fahrerlager. Also man öffnet sich da schon, aber es ist auch klar, dass bei einem riesigen Run, bei einem riesigen Boom, es schwierig wäre, offene Türen im Fahrerlager zu machen. Und für einen Preis wie in der DTM, 25 Euro oder was immer das kostet, das Fahrerlager zu öffnen, ist in der Formel 1 nicht handelbar. Man bemüht sich sicherlich um einen besseren Zugang, was ich so mitkriege. Ich bin aber nicht in jedem Detail drin, weil ich bin seit 2,5 Jahren nicht mehr aktiv an der Formel 1 Rennstrecke und weiß nicht um jede Entwicklung.
Was man aber sagen kann, als Sie oder bevor Sie sozusagen abgetreten sind, war Mercedes nochmal ganz oben und auch dieses große Ereignis mit Jubiläum und Mercedes und Sieg hat alles geklappt. Und auch jetzt ist Mercedes wieder ganz vorn, aber die Formel 1 scheint dies Jahr, das hatte ich persönlich als Gefühl, sogar wieder interessanter zu sein als im Vorjahr, weil wahrhaft Kämpfe um die Spitzenpositionen jetzt sogar bis in die zweite Hälfte der Saison gehen. Ja, ich glaube, da muss man fair bleiben. Wir alle erwarten natürlich auch immer mehr. Aber wenn wir mal zurückschauen, was vor 10, 15, 20 Jahren war, dann gab es da auch immer mal wieder Dominanzen. Es war sicherlich in der Zeit Schumacher, Silberpfeil, Kampf mit Häkkinen und Coulthard immer ordentlich was los. Es ging mindestens 5 Jahre lang, wo da immer ein enger Kampf war, auch wenn Michael dann ab 2000 jedes Jahr die WM gewonnen hat. Es ging trotzdem meistens eng zu und es war ein klassischer Kampf. Und wer weiß, vielleicht entsteht der Kampf jetzt wieder. Ich denke aber, was man so manchmal hört, die Dominanz sei Mercedes schuld. Ich glaube, der Auftrag des Rennsports ist, fahr so schnell wie möglich und so zuverlässig wie möglich ins Ziel. Und wer das gut macht, der sollte nicht kritisiert werden, sondern derjenige, der nicht hinterherkommt, sollte kritisiert werden. Also das Wesen des Rennsports ist nicht auf den Hintermann zu warten, sondern die Messlatte zu legen. Ich weiß, wie schwierig das ist und wir sind auch schon weiter hinten gefahren, aber dann gab es kein Klagen nach draußen, sondern da gab es harte Arbeit und dann kommt man auch wieder nach vorne. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn man jahrelang vorne ist und dann plötzlich geschlagen wird, dass man dann ja alle möglichen Erklärungen dafür hat und meistens aber nie selbst dran schuld ist. Ich habe gemerkt, dass man an Erfolg und Misserfolg immer selbst schuld ist. Wenn wir jetzt hier auf der Motor World Classics in Berlin sehen, was für einen tollen Auftritt auch die Mercedes-Fahrzeuge haben, liegt natürlich ein bisschen nahe zu fragen, färbt der Motorsport tatsächlich noch genug auf das Image des Herstellers ab? Also lohnt es sich für Mercedes weiterhin in der Formel 1 so viel zu investieren und auch so tolle Resultate zu haben? Ich glaube nicht, dass es so viel ist. Ich glaube, dass ein Le Mans-Engagement genauso viel oder mehr kosten kann. Das kommt ganz drauf an. Also das heißt, die Formel 1 ist im Verhältnis zu dem, was man an PR-Effekt und auch positiven Auswirkungen in Richtung Zuschauerzustimmung und vielleicht auch Kundengewinnung erreichen kann, nicht zu teuer? Nee, ich glaube, dass bei Mercedes hat man schon, erstens hat man die Tradition, dann hat man gesagt, Racing is a state of mind, also das spielt sich. Das ist eine Einstellung zum Wettbewerb und ich glaube, das zeigt sich jetzt auch an den Produkten, wenn man sieht, was die Marke sportliche Marke Mercedes Marke AMG erreicht hat in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Ich weiß es noch, wo man da 1990 war, als ich angefangen habe und was da heute für Zeichen gesetzt werden. Ich glaube, man hat sich da einfach dem Wettbewerb gestellt. Was eine ganz lange, harte Arbeit ist, aber wenn man in der Formel 1 einen guten Sponsorvertrag, mehrere gute Sponsorverträge hat, Geld vom kommerziellen Rechteinhaber bekommt, dann ist ein Großteil des Engagements finanziert und ich glaube schon, dass sich das alles rechnet und dass das ein sehr, sehr gutes Konzept war, was ich jetzt, und da freue ich mich sehr drüber, was sich jetzt eben immer mehr auszahlt, hat man letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen, 2010 mit dem eigenen Team angefangen. Sie haben es gesagt, früher haben wir schon mit McLaren, Mercedes, mit Mika Häkkinen und mit dem Lewis Hamilton 3 Weltmeisterschaften gewonnen insgesamt. Dazwischen hat der Kunde Braun GP, der ja die Basis war von dem heutigen Team, mit Jenson Button die WM gewonnen, mit Mercedes Motor. Also alles in allem war man da im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut und im Erfolg eben auch. Und dass es jetzt konsequent fortgesetzt wird und konsequent zum Erfolg geführt wird, ist sehr schön zu beobachten. Ja, was man sagen kann, lieber Haug, Sie haben eigentlich in der entscheidenden Zeit die Mercedes Formel 1 und das gesamte Engagement so mitgeprägt, dass wenn man es rein nach Jahren rechnet, die Zeit der neueren Formel 1 eigentlich inzwischen erfolgreicher ist als die der legendären Silberpfeile, wenn man es zusammenrechnet. Ja, ich bin immer Realist, man muss sehen, dass wir jetzt doch die längste Phase des aktiven Motorsports haben. Ich habe davon 22,5 Jahre begleiten dürfen. Das gab es früher nie am Stück. Da gab es immer mal wieder 2-3 Jahresengagements, dann waren wir wieder draußen. Und das spricht eben meiner Ansicht nach auch für die Firma,
für den Vorstand, für den Wettbewerbsgeist, der gezeigt hat, dass man konsequent seinen Weg geht. So ist es in der Produktentwicklung, so ist es mit neuen Märkten. Und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr konsequent entwickelt worden ist. Damals schon, Beginn der 90er Jahre, von dem Professor Niefer, dem Professor Hubert, die meine Chefs waren, am Anfang Weichen gestellt haben und dann später eben konsequent fortgeführt und heute unter der Oberregie von dem Dr. Zetsche konsequent weiterentwickelt wird. Man sieht die Produkte, man sieht, dass da doch viel Sportlichkeit, viel Wettbewerbsgeist drinsteckt und ich glaube, das hat sich eben alles aus der Denke Wettbewerb, Motorsport entwickelt. Deshalb ist natürlich nicht jeder Mercedes ein Rennauto, aber in jedem steckt der Wettbewerbsspirit und das ist wichtig. Ja, das merkt man auch am ganzen Produktprogramm, ohne Frage. Angefangen haben Sie, und das ist dann auch jetzt schon die letzte Frage, als Motorsportjournalist. Und gibt es denn, wenn Sie sich jetzt aussuchen dürften, irgendein Traumauto unter den historischen, die wir hier auf der Motorworld natürlich auch in großer Zahl zeigen, wo Sie sagen würden, das ist so das, was ich eigentlich immer gerne mal gehabt hätte, und ist das vielleicht ein sportlicher? Ich glaube, dass es damals sehr, sehr vernünftig war in den 50er Jahren, als sich die Motorsportchefs noch die Dienstwagen selbst gebaut haben, der Uhlenhaut zum Beispiel. Das Uhlenhaut-Coupé ist was ganz Tolles, was ganz Schönes. Wenn wir die Zeit dazu gehabt hätten und die finanziellen Mittel, uns sowas bauen zu lassen, das hätte ich sehr gerne gehabt. Das Auto bewundere ich sehr, nach wie vor. Und ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt der allergrößte Klassik-Fanatiker, habe aber großen Respekt vor den Leistungen der Vergangenheit, weil die sind ein sehr, sehr gutes Fundament. Ich selbst bin mehr an der Gegenwart und an der Zukunft orientiert. Trotzdem weiß ich, dass da Großartiges geleistet worden ist und dass natürlich hervorragende Autos gebaut worden sind. Sie haben ja das Stichwort für die Endfrage 1a gegeben, nämlich Uhlenhaut-Coupé. Im Prinzip könnte doch damit der aktuelle SLGT genau das wiedergeben, was Sie sich vielleicht auch wünschen würden. Gut, es ist die gleiche Denke, muss man sagen. Und es ist, glaube ich, auch, ich trete ja nicht als Mercedes-Markenbotschafter aus, aber ich habe das über 20 Jahre lang begleitet und kann deshalb, glaube ich, auch ein bisschen drüber referieren. Ich glaube, die Linie wurde beibehalten und weiter ausgebaut. Und das ist einfach eine konsequente Denke über viele, viele Jahre. Wir sagen Dankeschön, Norbert Haug, für Ihr Interview und natürlich auch den Besuch hier auf der ersten Motorworld Classics in Berlin unterm Funkturm. Und wir hoffen, dass wir mit Ihrer Begeisterung auch nächstes Jahr wieder rechnen dürfen. Sehr gerne, ich komme sehr gerne wieder und werde dann auch länger bleiben. Ich habe den Termin nur kurzfristig noch eingeschoben. Aber ich habe alles angeguckt mit dem Herrn Dünkel, die ganze Messe abgegangen. Möchte aber dann natürlich länger verweilen und werde, wenn irgend möglich, mehrere Tage einplanen im nächsten Jahr. Vielen Dank. So machen wir es. Dankeschön.